In diesem Video zeige ich, wie man das Integral von x hoch 3 mal e hoch x² plus 1 dx bestimmt und die Technik, die ich verwenden möchte, ist Integration durch Substitution. Es soll also um dieses Integral hier gehen. Das erste, was man sich überlegen muss, ist, wie eigentlich die Substitution aussehen soll. Wir haben geschachtelte Funktionen und die Idee soll sein, dass wir diese innere geschachtelte Funktion hier oben, dass das unsere Substitution sein soll. Damit wollen wir erstmal anfangen. Das heißt, wir wählen als Substitution wählen wir u gleich s von x gleich x² plus 1. So, den ersten Schritt, den wir machen, ist, wir bestimmen die Ableitung. Das heißt, wir bestimmen du nach dx, also die Ableitung unserer neuen Funktion, wenn ich die nach x ableiten würde. Und wenn ich x² plus 1 nach x ableite, kommt raus 2x. Das Ganze forme ich um, dann ist dx nichts anderes als 1 durch 2 mal x du. Und mit Hilfe dieser Substitution führe ich diese Substitution jetzt durch in unserem f von x dx, in diesem Ausgangsbereich, das markiere ich mal. Also in diesem Bereich führe ich jetzt hier einmal die Substitution durch und gucke, was da einfach rauskommen würde. Das ist so eine Art Nebenrechnung. Das probiere ich einfach mal aus. Durchführung der Substitution. Durchführung der Substitution. Substitution. So. So. Und dann, ich möchte haben e x hoch 3 mal e hoch x² plus 1. So, das substituiere ich jetzt. Das x hoch 3 bleibt erstmal da vielleicht, mal e hoch. So, x² plus 1 soll in Zukunft u heißen, das ist gut. Das dx soll in Zukunft 1 durch 2x du heißen. Oh, jetzt habe ich das schon mal durchgeführt. Jetzt sehe ich, da habe ich noch x. Das heißt, dieses 1 durch 2x kann ich kürzen gegen ein x hier. Bleiben immer noch x² übrig. Das ist an der Stelle nicht so richtig schön. Aber das erledigen wir im ersten Schritt. Das Erste, was wir machen, ist, wir schreiben es nochmal neu auf. Wir haben hier so einen Problemfall, so ein x². Der Rest sieht schon gar nicht schlecht aus. Mal e hoch u mal 1 halb du. Und die Frage ist natürlich noch, wie kriegen wir jetzt das x² weg? Naja, und dazu gucken wir die Substitution nochmal an von oben. Wir wissen ja, dass u gleich x² plus 1 ist. Na, wenn dem aber so ist, dann ist x² gleich u minus 1. Das heißt, wir können unsere Substitutionsgleichung oben nach x auflösen, beziehungsweise an der Stelle vielleicht geschickterweise nach x² auflösen und können dann entsprechend nochmal einsetzen. Das heißt, wir nehmen diesen Teil und setzen den links ein. Das heißt, wir wissen, das ist das gleiche wie u minus 1, Klammern, mal e hoch u durch 2 du. Ich markiere das nochmal. Also was wir benutzt haben, ist, wir haben diese Übersetzung hier benutzt. Und mit Hilfe dieser Übersetzung haben wir dieses x² ersetzt durch u minus 1. Und damit haben wir es auch geschafft. Wir haben die Substitution fertig. Auf der rechten Seite taucht nur noch u als Variable auf. Das heißt, wir können jetzt diese Substitution so auch verwenden. Und das mache ich auch mal auf einer neuen Seite. Jetzt kommt auch das Integral wieder mit dazu. Das heißt, damit gilt, dass das Integral über x hoch 3 mal e hoch x² plus 1 dx, dass wir das stattdessen das Integral, also das ist das gleiche wie das Integral von 1 halb mal u minus 1 mal e hoch u du ist. Also wir ersetzen das durch ein Integral in u. Dann ziehen wir die 1 halb raus, das ist also 1 halb mal Integral. Das ist u mal e hoch u du minus dem Integral von e hoch u du. So, das Integral hinten können wir direkt bestimmen. Integral von e hoch u du, du ist natürlich e hoch u selber. Das heißt, das ist 1 halb mal Integral von u mal e hoch u du
minus e hoch u. Ein gewisser Problemfall ist natürlich noch das Integral in der Mitte. Das ist ja ein Produkt und deswegen bietet sich da die partielle Integration an. Wir müssen uns nur überlegen, welche Funktion ist f, welche ist g, also welche wollen wir ableiten, welche wollen wir nicht ableiten. Und da u, wenn ich das Ganze ableite nach u, einfacher wird, soll das unsere nicht abgeleitete Funktion sein. Das soll also g von x sein. Wenn das die abgeleitete Funktion ist, dann muss die andere Funktion die schon abgeleitete Funktion sein bei der partiellen Integrationsregel. Das ist also unser f' von x. Und dann können wir die Regel auch entsprechend direkt anwenden. Das ist also ein halb mal, Klammer auf. Jetzt mache ich nochmal eine Klammer, vorsichtshalber. So, jetzt brauchen wir f mal g von x, also die Stammfunktion von e hoch x. Das ist aber e hoch x, also ist das Ganze einfach u mal e hoch u in dem Fall, weil das unsere Variable ist, minus dem Integral von, jetzt das g wird einmal abgeleitet, also einmal das f wird integriert, also e hoch u du. So, falls Sie da nicht ganz so sicher sind, schreibe ich die nochmal drunter. Also hier, das hier ist natürlich das g von x. Das ist an der Stelle unser f von x. Die 1 ist die Ableitung, ist also g' von x. Und das e hoch u an der Stelle ist das f von x, also die Stammfunktion von der Funktion oben. Wir sehen nur an der Stelle keinen Unterschied, weil ja, Stammfunktion von e hoch x ist e hoch x, beziehungsweise von e hoch u ist e hoch u. So, das Ganze einklammern, minus e hoch u. So, jetzt können wir das letzte Integral nochmal eben schnell auflösen. Also das ist ein halb mal, Klammer auf, u mal e hoch u bleibt erhalten. Das Integral von 1 mal e hoch u, also von e hoch u du, ist offensichtlich e hoch u, also minus e hoch u. Das rechte e hoch u bleibt auch erhalten, also nochmal minus e hoch u. Und das Ganze plus c, weil wir die Menge aller Stammfunktionen suchen. Das Ganze kann man nochmal einmal umschreiben. Das ist ein halb mal. Da können wir e hoch u ausklammern. Dann bleibt übrig e hoch u mal, Klammer auf, u minus 2, weil minus e hoch u, nochmal minus e hoch u ist minus 2 mal e hoch u. Also deswegen u minus 2, Klammer zu, nochmal Klammer zu, plus c. Und jetzt können wir am Ende die Rücksubstitution machen und entsprechend das u wieder durch x² plus 1 ersetzen. Also das ist ein halb mal e hoch x² plus 1 mal x² plus 1 minus 2 plus c. Und da können wir noch einmal kurz das plus 1 minus 2, können wir noch mal kurz rauskürzen. Das ist dann natürlich ein minus 1. Und das ist also das gesuchte Integral. Das ist also ein halb mal e hoch x² plus 1 mal x² minus 1 plus c.